Herzlich willkommen zu Kalle backt Ostern. Eigentlich sollte es keine Folge geben, aber dann hatten wir gestern Gäste und mit leckeren belgischen Waffeln ging es in den Nachtisch und dann sind sie übergeblieben. Wohin? Mit den Resten. Das habe ich mich heute gefragt und deswegen gibt es heute eine Folge Kalle backt Ostern. Dazu brauchen wir erstmal die Hasenideen. Ein bisschen Deko auf dem Tisch ist immer gut. Unsere Waffeln, 400 Gramm, gestern übergeblieben. Die Waffeln werden wir zerbröseln und dann mit der Butter, 70 Gramm, und unserem kleinen Schluck Orangensaft zusammen in einer Schüssel ordentlich vermengen, sodass ein ganz netter Teig entsteht, aus dem man dann Kugeln formen kann. Für das erste Rezept forme ich 4 große Kugeln und für die zweite Variante dann nochmal 5. Die ersten 4, oh Wunder, werden zum Rezept Nummer 1 und weil wir noch etwas Rum in den Teig gegeben hatten, werden daraus dann natürlich auch Rumkugeln. Relativ simpel. Mal gucken, wie ich beim nächsten Mal die Schokolade besser an die Kugeln kriege. Aber lecker sind sie allemal. Die kleinen Kugeln dürfen eine kleine Eiszeit nehmen und zwar 10 Minuten im Kühlschrank. Das ist besser für die Konsistenz und das Rezept. Danach werden sie aufgespießt, egal ob sie sich wehren oder nicht. Alle 5 in dem Fall. Verkehrte Cake Pops nenne ich das. Dann wird der Cake Pop genommen und er wird eigentlich logischerweise mit Schokolade beschmiert. Kuvertüre, schön heiß gemacht, gibt es im Supermarkt schon in dieser prächtigen Plastikflasche. Und der Silikonpinsel macht daraus eine schöne Schokoladenkugel. Insgesamt sind es 5 und dann, tja, was fehlt noch? Es ist Ostern, es fehlen natürlich die lustigen Dr. Oetker Zuckeraugen und Günthard Marzipan Rübli Dekor. Was das wohl wird, sehen wir jetzt. 2 kleine Löcher für die Ohren werden wiederum mit der heißen Schokolade befüllt. So, noch ein Klecks und dann werden dort hinein die Möhren gesteckt. Logischerweise, dass die Ohren von dem Hasen, der noch keine Augen hat. Und da sind sie auch schon, die lustigen, immer wieder gern genommenen Zuckeraugen von Dr. Oetker. Kriege ich hier eigentlich Rezepte oder beziehungsweise Lizenzen dafür? Ich weiß nicht. Hier ist er, unser verkehrter Cake Pop aus gebrauchten Waffeln. Schmeckt riesig. Das war's für heute. Frohes Hasenfest und bloß nie wieder Waffeln wegschmeißen. Ihr wisst ja, was ihr daraus machen könnt.